Wer von uns ist dümmer? Weihnachtsquiz, Nati-Style. Jetzt ist natürlich die Frage, wer von uns drinnen ist dümmer? Der Sedi, Nati oder ich? Ich würde sagen, wir gehen einfach in das Quiz rein. Und wir machen es wie immer. Wir räumen einfach ab, Digga. Heute bin ich willkommen. Oh, nein, chat. Also, wir können doch so gar nicht mitmachen mit dem Quiz. So ein Ding ist das. Weil es echt viel zu gross ist. What the fuck? Ey, ich muss sagen, viele Leute machen sich jetzt vielleicht lustig über Sedi, aber der Sedi ist mashallah der gescheite Dude. Willkommen zum neuen Video. Ich bin wieder mal da mit meinem Bruder. Im Gegensatz zu der Nati. Hi, hallo, wie heißt du? Cedric. Woo! Und im Hintergrund ist eine ganz spezielle Person, und zwar die Mutter von der Nati. Die Mutter von der Nati, wo ich schon mal Hallo gesagt habe, als ich dort gesehen bin. Nati, danke. Wieso hast du so eine Frau? Weil es mich blendet. Sie ist blendet von meinen YouTube-Einnahmen. Genau, wir machen heute ein Video, wo ich wieder mal, oder wir beide, absolut keinen Plan haben, was jetzt wird passieren, weil das Video hat meine Mama geplant und ich glaube... Aber das ist eine geile Idee, weil dann kannst du einfach sagen, ey, ich will keinen Aufwand machen, gebt mir eine Videoidee. Es geht um Weihnachtsfragen, irgendwas. Ja, wir wollen herausfinden, wer von euch zwei ist dümmer. Okay. Nice! Ich mache jetzt auch mit. Ich habe mir Weihnachtsfragen überlegt, es ist Weihnachtsquiz und es sind genau 24 Fragen, genau wie... Oha, aber man muss sagen, die Mutter von Nati, die ist wirklich so eine, die macht das auch. Und die macht das auch gern. Ich Kalender natürlich für jeden Tag bis zur Weihnacht. Ich will gar nicht zu flabbern, sondern wir fangen einfach mal mit dem Video an. Let's go! Wie heisst der Schmutzli richtig? Fuck. Der Schmutzlius Schmutzeus. Hat einen Namen? Der hat einen Namen. Klaus. Kann ich fragen. Aber das ist nicht der Knecht Ruprecht. Also, ich weiss, dass er Knecht Ruprecht heisst in Deutschland. Das weiss ich. Aber ist das sein Name? Also ich sag den ersten Teil. Samuel! Knecht? Ah ja, Knecht Ruprecht. Aber Knecht Ruprecht sagt man in Deutschland. In der Schweiz heisst er ja Schmutzli. Das ist ja nicht sein echter Name. Das ist einfach die deutsche Bezeichnung. Den Punkt gebe ich mir. Chat, eiskalt. Den Punkt gebe ich mir. Das ist doch kein Name. Jetzt kommt das hinten dran. Keine Ahnung. Bums die Bums. Weißt du, in der Schweiz so, jede Schmutzli kommt heim. In Deutschland so, Knecht Ruprecht. Ja, der Anfang stimmt. Rudli. Radagast. Rudi. Ihr wisst es nicht. Nein. Er heisst Knecht Ruprecht. Nati, wieder mal los, Digga. Nie gehört. Knecht Ruprecht, noch nie gehört. Ich schön, ich komme wieder. Ein kleiner Fun Fact. Ich habe heute in der Nacht eineinhalb Stunden mit der Nati und der LaRouche facetimed. Und wir haben alle Kleider angehabt. Kann das irgendjemand in den Kommentaren schreiben, dass man das einfach nicht weiss und nicht in der Allgemeinbildung liegt? Von wem ist da drin? Wer ist das Männchen? Sag, wer kennt's? Grüezi, Benz! Okay. Oh mein Gott. Das ist, denke ich, der Grüezi, Benz. Das ist, denke ich, der Grüezi, Benz. Hey, aber ist das nicht das Lied, das du erfunden hast? Nein, das ist vom Andrew Bond. Andrew Bond, Digga! Küssgänge aus an Andrew Bond. Also wer den Andrew Bond als Kind nicht gelost hat, da weiss ich auch nicht mehr. Ah. Was haben die Weisen aus dem Morgenland gebracht? Likes, Abos und ganz viel abonnierte aktivierte Glocken. Gold. Eichle. Das war's an dieser Stelle wieder mal. Komplett. Hören und wir auch! Ja! Wer hat jetzt den Punkt? Du, Gold, Weihrauch. Du hast zwei gesehen, ich weiß es. Gut. Welches Getränk ist sehr, sehr, sehr wichtig? Glühwein. Auf einem Weihnachtsmarkt. Glühwein. Du hast den Wunsch gesagt. Ja, also, da kenne ich mich natürlich aus, Nati eigentlich auch. Nein, dann kannst du schon an Sedi. Yes! Ich suche bei fünftens suche ich ein Adjektiv. O du Fröhliche, o du Selige. O du Fröhliche, o du Selige, o du gnadenbringende Weihnachtszeit. Jetzt kommt das Dritte. O du Fröhliche, o du Selige, Selige. Weihnachtliche. Nein. O du Fröhliche. Irgendetwas Bringende. Oh. Ja, genau. Ja. Was Bringende? Ja, Sedi, Punkt. Was sagst du? Sedi. Gnadenbringende Weihnachtszeit. Scheiße! Mann! Wem seine. Alter, ich sehe aus wie der grösste Pepega mit dem Huren. Aber irgendwie sieht es auch noch geil aus, oder? Wenn einfach so der so oben anhängt. So ganz schlapp, no sexual aber. Die Nase leuchtet rot. Redolf, der Rude Knowles. Redolf, der Rude. Rudolf, der Red-Nosed Reindeer. He has a very shiny nose. Rudolf! Ja, der ist schon entschieden.
Aber im Fall Real Talk, der Sadie ist wirklich, und das ist jetzt kein Front, der gescheiteste von der Familie. Welchen Beruf hat der Josef gehabt? Der Josef, der Schreiner. Ist der Schreiner gewesen? Ich weiß doch nicht. Schreiner? Zimmermann. Aber. Hey Chat, Schreiner ist doch Zimmermann. Sagt mal ehrlich. Sadie. Yes, sir. Beide, glaube ich. Ich glaube, Jesus hat nicht wirklich einen Beruf gehabt. Er ist Prophet. Ja, oh, Mann. Aber glaube, der hat er schon das EFZ gehabt und BM. Oder hat er ohne EFZ gemacht? Schreiner und Zimmermann. Bro, Chat, sag doch mal jetzt nicht nein. Das ist so, im Fachjargon ist das Gleiche. Ja, scheiß drauf, die Alter. Was sind die christlichen Symbolfarben von der Weihnachts? Rot, Blau ist unser Herz. FCB für immer. Rot und Grün. Hey. Ja, Rot und Grün. Die, du bist schnell. Ja, das ist einfach eine Chance. Geil, lass mich mal sein. Welche wichtige Person hat das Jahr am 3. Advent Geburtstag? Der Alain Berset. Fucking Michael Jackson. Ich sage, ich verrate noch etwas. Die Person wird 18 am 3. Sidi! Adi, bist ein Mann, wirst Zimmermann, bist keiner, wirst Schreiner. Ja, Sidi! Was für eine wichtige Person. Alter. Für mich bist du wichtig. Welches Lied hat Mariah Carey? I don't want a lot for Christmas. All I want for Christmas is you. Fuck. Ja. Der Sadie, der ist jetzt einfach da. Es spürt jetzt schnell für mich. All I want for Christmas is you. Falsche Lyrics. Aber ich kann es dafür singen. All I want for Christmas is ein Abonnement auf Twitch. All I want for Christmas. Bei welcher Weihnachtsgeschichte gibt es einen bösen Musenkönig? Kein Plan, Digga. Musenkönig. Ein böser Musenkönig. Oh, wie heißt der Motherfucker? Nein, das ist nicht. Wie heißt der Motherfucker? Alles klar, Digga. Ein Grinch. Nein. Ein König, der eine Maus ist. Ja, ein Musenkönig. Ein Musenkönig und der ist ganz böse. Und da ist eine schöne Geschichte. Ein Musenkönig, der ganz böse ist, Digga. Kuss auf die Nuss. Eine schöne Frau, die sich ganz. Ist das nicht der Leon Mascher gewesen? Ein bisschen verwandelt und geht in die Welt zum Musenkönig. Ah! Ich hasse! Der Gölä! Es muss der Gölä sein! Und dort ist noch jemand anderes und das ist die Frau. Du bist weit daneben. Weit daneben. Ah, Nussknacker! Ja! Ich kenne die Geschichte doch nicht! Heute sind wir richtig dumm. Wie hat der Engel geheißen, der Maria. Raphael! Gabriel! Ja, ja. Jetzt, was ich sage. Das muss der Gabriel sein, Digga. Aber fast. Wie nennt man die roten Socken in Amerika, die am Red Socks. So, nein. Mistletoe, Digga. Da muss ich aber an der Stelle dezent los. Kaminsocken. Oh mein Gott. Ich weiß es nicht. Das wird man wissen. Du darfst einen Anfangsbuchstaben sagen. S. Oh. Socks? Ja, scheiß Socken. Stockings. Stockings! Oh mein Gott! Ah. Stockings! Aktien! Jetzt ist mir klar. Doch. Was darf man in England machen, wenn man unter einem Mistelzweig. Sich küssen. Ja, sich küssen, aber das darf man doch auch in Amerika. Under the mistletoe. Ah, oh, du bist einfach viel schneller, ich weiß das auch! Bekannte Schweizerin, ist einer unter den Teenagern bekannt, heisst die zu Weihnacht geborene. Nein! Nathalie! Ich! Hättest du es gewusst, dass ich so heisst? Nein. Nein, aber was hat die Namen für die zu Weihnacht geborene. Heisst das Nathalie? Adi heisst übrigens der Nichtsverdienende. Christus ist Ritter. Nein, was? Nein, der geliebte Herrscher heisst Cedric. Wie heisst die. Der geliebte Herrscher, Digga. Er ist auch der Herrscher von dem Video. Pflanze hinter euch. Meine Mom wüsste das auch auf Latinisch. Weihnachtsstern. Ja. Ich hätte keine Ahnung gehabt. Wer hat in der Weihnachtsgeschichte eine Eselgesellschaft geleistet? Die Vanessa. Die Vanessa, die Freundin von Maelo, hat an einer Eselgesellschaft geleistet. Weil der Maelo ist ein Esel. Der Schmutzli. In der Weihnachtsgeschichte. In der Weihnachtsgeschichte. In der Weihnachtsgeschichte. Es gibt nur eine. Maria und Josef sind. Der Name kommt vom lateinischen Hadrian und wird oft als Mann aus der Hafenstadt Adria gedeutet. Der Beiname des Kaisers
Publius Aleius Hadrianus, 2. Jahrhundert, geht nach antike Tradition auf den Herkunftsort seiner Eltern zurück. Hadria, heute Atri, Provinz Teramo. Okay, das ist mein Name, cool. Maria. Jesus! Sie haben doch den Esel parkiert im Stall. Stimmt, warte, sie sind im Stall gesehen. Sie sind im Stall gesehen und die haben das Baby auf die Welt gebracht, aber sie haben keine Hebamme gehabt und auch kein Spitalbett, weil es damals noch keine Hebamme und Spitalbett gegeben hat. Es ist gesehen, der Josef und Maria. Ist doch der Josef gesehen? Ach, der Josef? Ja. Und wer? Ah, Josef. Nein, wer hat in der Gesellschaft geleistet? Das ist nochmal ein Tier gewesen. Das sind natürlich Sachen, die man in der Büma viel besser gewusst hat. Eine Kuh, ein Kalb. Ein Schaf. ein Hahn. So, keine Ahnung. Kuh. Ein Mammut. Was ist denn für ein Tier im Stall? Der Esel hat nicht dann ein Schäfli jetzt doch Chat, was hat's noch in einem Stall? Ein Ochs. Geissen. Habe ich keine Ahnung. Es ist ein Tier, das Mammut, das von dort ist. Sechste Anfangsbuchstabe. Oh. Eule. Wie kann das nur passieren? Ich will einmal das Video schauen von der Nati. Mit O! Üle, Digga! Das war's mal wieder! Komplett! Ich kann auch. Ah, ein Ochs! Ja, ein Ochs! Ich kann nicht, ihr könnt. Ich kann nicht, aber egal. Was bedeutet Advent? 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 Ich habe die Bedeutung nicht gekannt. Weihnachtszeit? Also das Wort, was heisst, ist auch mit O. Adrian. Der zweite Buchstabe? An. An. Andrian. Zündungszeit. Nein, ihr wisst es nicht, ihr seid zu blöd. Also, ich sag's euch. Ankunft. Ankunft. Geben wir sich nicht denken. Was? Ankunft. Das ist das, was die SBB noch nie so ganz verstanden hat. Sind Candy Canes. Das sind Kerzen für auf einen Kuchen, wo man isst. Die Stangen, Weihnachtsstangen, Schleckstangen, wie heissen die? Die Zuckerstöcke da, die. Zuckerstangen? Genau. Ja, genau das habe ich gemeint mit den Kerzen, die man auf eine Torte tut, weil man an Weihnachten ja auch Torte isst. Zuckerstangen. Was sind ursprünglich Christbaumkugeln und Tannenbaum? Äpfel. Früher hat man Äpfel. Und Gurke und dann beim du. Orange Äpfel. Äpfel. Psst, der Profi, Digga. Warum? Ich habe es nachgelesen. Also der Baum ist ja. Also es hat viele verschiedene Theorien. Also es könnte sein Zeichen von der Fruchtbarkeit. Hast du Äpfel nicht aufgehängt? Schau jetzt, Zuschauer. Ich habe gerade gestern Galileo geschaut, weil ich bin natürlich ein treuer Galileo-Zuschauer. Und man macht das dran, weil man hat sich früher nichts anderes leisten konnte. Man hat einfach den Baum gehabt und hat man Äpfel dran gehängt und dann Zäpfen. Und es gibt sogar Orte, da tut man den Tannenbaum umgekehrt anhängen, Digga. Das ist crazy. Das ist juckt keinen Sound, mach weiter. Ist gut, gut. Wer verdirbt das Jahr die Weihnachtszeit und die Adventszeit? Corona! Genau. Jetzt habe ich gedacht, meine Mom, wie sie mir wieder scheiß Geschenk schenkt, Digga. Okay. Ich glaube, du hast schon wieder. Kuss geht aus an meine Mom. Du bist, glaube ich, in jedem Video, wo wir das machen, dümmer. In jedem. Ich habe noch nicht einmal gewonnen, glaube ich. Gewonnen hat mit 11 Punkten Nathalie. Ich habe dich genudelt. Ah. Ich habe dich rasiert. Das ist beim Bruder natürlich ein bisschen Sweet Home Alabama. Ja, okay, das schon. Und selbstverständlich gibt es jetzt noch einen Preis für unsere Siegerin. Und das wäre das hier. Das ist dein Geschenk. Danke. Das ist das Nehmen. Yeah, Lino. Ich würde es auch. So, das Alter, da würde ich sehr gerne mal grillieren. Das habe ich aber Nadja schon gesagt, dass wenn er mal weg ist, der vielleicht auch bei mir auf dem Grill ist.